Die Fürwiger Talsperre liegt idyllisch im Sauerland, eingebettet zwischen Lüdenscheid und Meinerzhagen. Gespeist wird der See von der Ferse, der Fürwiger und noch drei weiteren Bächen. Der kleine Stausee bietet zurzeit eine kleine Attraktion. Er läuft über. Ein nicht gerade alltägliches Ereignis. Die in den vergangenen 2 Jahren durchgeführten Wartungsarbeiten an der über 100 Jahre alten Sperrmauer bescheren dem Betrachter diese schönen Bilder. Mit dem Anstau von 1,7 Millionen Kubikmetern Trinkwasser wird der Überlauf gewollt herbeigeführt, um die abgeschlossenen Sanierungsarbeiten zu testen. Neben dem Einbau einer neuen Messtechnik wurden auch die Grundablässe und die Mauerkrone saniert. Somit wurde die unter Denkmalschutz stehende Sperrmauer wieder einmal auf den neuesten Stand der Technik gebracht. Die Seeseite vor dem Damm bietet das gewohnte, beruhigende Bild. Nur die mit den Füßen im Wasser stehende Botanik lässt den hohen Wasserstand erahnen. Genaue Erkenntnisse über den Wasserstand erhält der Interessierte mittels Blick auf den Pegelstandsanzeiger an einem der beiden Mauertürme. Danach erfolgt automatisch der Blick über die Mauerkrone und weitere Erklärungen werden zur Nebensache.